Italien, 750 Jahre vor Christi Geburt. Der Beginn eines Weges, der weiterführen würde, als sich irgendjemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Bauern gründeten eine Siedlung am Ufer des Tiber. Sie nannten die Siedlung Rom. Der Ort wuchs, legendäre Straßen gingen von ihm aus und ermöglichten den Handel mit anderen Städten. Das Leben war gut, aber Roms Bürger wollten mehr. Sie stellten mächtige Legionen auf, um neue Länder zu erobern. Das Imperium wurde immer stärker. Niemand konnte sich Roms Zielen entgegenstellen. Besiegte Gegner wurden als Sklaven an die reichen Bürger verkauft, die Roms einzigartig zivilisiertes Leben genossen. Aber nicht jeder Bürger lebte in Luxus. Es kam zu Aufständen, in denen die Hungrigen und Armen ihr Recht forderten. Doch Rom gedieh weiter und stellte seine Größe mit jenen beeindruckenden Bauwerken zur Schau, die der von den Bürgern geforderten rauen und oft auch gefährlichen Unterhaltung bieten.